Wir haben drei, vier große Zelte aufbauen müssen.
Das ist eine lange Vorbereitung. Wie wohl geht der denn? Da sagst du mir am besten was zu. Ja, da kannst du natürlich genauso viel zu sagen, aber der Weg zum Tag ist eben Integrationsarbeit schon. Und dieser Tag wäre nicht zustande gekommen, wenn nicht wieder so viele Helfer dabei gewesen wären. 200 Organisationen, Institutionen, Vereine und auch Unternehmen haben mitgewirkt an diesem Tag der Integration. Und Sie sehen, der Rollstuhl ist wunderbar eingerichtet und das verdanken wir ganz viel. Und der Austausch, sei es von Verwaltungsseite, mit Vereinen, von verschiedenen Institutionen, das ist das, wie wir tun, lernen, miteinander besser zu kommunizieren. Dafür nochmal alle Dank. Ja. Ich sage das jedes Mal, wenn ich hier stehe, und möchte es auch nicht mal sagen. Wir sind keine Eventagentur. Wir sind ganz einfache Mitarbeiter einer Kirche oder einer Kommune. Und es sind ganz viele ehrenamtliche Leute, die hier dazu beitragen. Und der ganze Prozess, das heute ist das Fest, was wir feiern. Und wir haben angefangen, hier wohl vor einem halben Jahr, haben uns im Organisationsteam getroffen, mit den Trägern getroffen, ganz, ganz viele Gespräche geführt und versucht, Integration zu leben, nicht darüber zu reden, sondern mit den Menschen in die Auseinandersetzung zu gehen, in die Klärung zu gehen, so dass heute dieses schöne Fest für uns alle ein Ausdruck ist von dieser schönen Kultur des Miteinanders hier in Aachen. Solange der Tag bürgerschaftlich engagiert aufgebaut ist, bleibt der Tag der Integration so wie er ist. In dem Moment, wo andere Kräfte sagen, wir brauchen Management und viele andere Sachen, dann wird er sich verändern. Aber wir sind sehr zuversichtlich und dafür brauchen wir alle hier Unterstützung. Das heißt, die Unterstützung der Politik, die Unterstützung von der Verwaltung. Sie wissen alle, wir brauchen das nötige Geld, um dieses Wohnzimmer hier finanzieren zu können. Wir brauchen den Herrn Beck, den ich gerade hier vorne vor der Bühne sehe. Das ist wie einstudiert hier. Wunderbar. Dass das wunderbar gelingt. So, wir haben aber auch noch viele, viele Gäste heute hier. Wir haben uns entschieden, die nicht alle namentlich zu nennen. Wir haben nämlich über 100 Platzreservierungen gemacht, deswegen ja, bitten wir das, uns nicht nachzunehmen. Und trotzdem möchten wir Sie alle herzlich willkommen heißen. Wir möchten sagen, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Stadtdirektorin Anne-Kathrin Rehn. Heute ist Bundestagswahl und trotzdem sind unsere Bundespolitiker da. Ich begrüße Sie ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir begrüßen alle anderen, ja, man nennt das so, very important people, wer sich dazu zählt, der fühlt sich gerade angesprochen und alle anderen natürlich auch. Hervorheben möchten wir auch die diplomatischen Vertretungen, die heute hier dabei sind. Ja, ich glaube, da haben wir alle. Ja. So, unser erster Bürger der Stadt, der kann heute leider nicht kommen. Es ist eigentlich immer ein Pflichttermin für ihn. Selbstverständlich, dass er da ist. Er muss sich heute entschuldigen lassen und hat dafür eine sehr wichtige Frau unserer Stadt, die Stadtdirektorin Anne-Kathrin Rehn, gebeten, das Grußwort zum 7. Tag der Integration zu sprechen. Okay, bitteschön. Ehrenamtliche Kräfte in ihrer Gemeinschaft ansprechen.
Gemeinschaft, das ist sicherlich das Zauberwort. Das Zauberwort des heutigen Tages und das Zauberwort von Integration an sich. Gemeinschaftlich gestalten, gemeinschaftlich arbeiten, gemeinschaftlich leben. Und heute ist dieser Tag, diese Gemeinschaft noch einmal deutlich zu zeigen, sie vorzuführen, sie in all ihrer Vielfalt, Toleranz, Buntheit zum Leben zu erwecken. Die Stärke, die in ihr liegt und die Zukunft, die sie ermöglicht. Integration, das zu erklären in diesem Kreis, ich glaube, das muss man tun. Viele kluge Menschen haben ganz viele kluge Antworten darauf gegeben. Und sicherlich, wenn man noch ein paar Sätze dazu sagt und ich das jetzt sage, haben Sie das alles schon mal gehört. Für mich heißt Integration, sich zu Hause fühlen können. Dazugehören, sich einbringen. Die gleichen Chancen haben, miteinander reden, diskutieren, vielleicht sogar streiten, um den gemeinsamen Weg zu finden, in dem Respekt vor gemeinsamen Werten und jedem einzelnen Menschen. Integration findet aber nicht nur statt an Tagen wie diesen. Integration findet überall statt und an jedem Tag. Integration ist schlicht, wenn es keine Rolle mehr spielt, woher du kommst, sondern schlicht nur, wer du bist und was du tust. Integration, das wissen wir, das gelingt leider nicht immer und nicht immer jedem. Und immer hat es bedauerlicherweise Menschen gegeben, die diesen Weg des Miteinanders, des Respekts vor dem anderen entfalten. Wir müssen dabei genauso bedauerlicherweise nicht immer in die Ferne schreiben. Auch hier in Aachen gibt es diese Menschen vereinzelt und doch jeder Einzelne ist zu viel. Keiner von ihnen steht für diese Stadt, die sich immer beherzt, engagiert und gemeinschaftlich, ohne Wenn und Aber gegen jeden Einzelnen von ihnen gestellt hat. Klar und deutlich, unübersehbar und unüberhörbar. Aber wir haben das auch mit dem Besten getan, was man dagegen halten kann. Mit dem gezeigten und gelebten Miteinander. Nicht nur mit Demonstrationen, nicht nur mit Wochen, sondern mit Straßenfesten, mit gemeinsamen Feiern, mit gemeinsamen Leben, Lachen und Spielen. Aachen hat das gute, schöne und bunte Bild der Integration gelebt und wird es weiterleben. So wie heute. Sie alle zeigen uns, wie Integration Gestalt annimmt und zur Bereicherung für unsere Stadt, für uns alle wird, geworden ist. Sie alle, die mit Ihrem Einsatz, Ihrem Beispiel diesen Tag ermöglicht haben, und an dieser Stelle denke ich, ist es nochmal an der Zeit, mit vielen, vielen helfenden Händen und ehrenamtlichen Kräften, dem Preisträger, allen Vereinen und Verbänden, jedem Einzelnen zu danken für dieses kraftvolle Bild Aachen, welches heute geboten wird. Nochmals herzlichen Dank an Sie alle. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen allen einfach, genießen Sie das, was Sie heute sehen können. Genießen Sie das, was Sie auf die Beine gestellt haben, was Sie Ihren Gästen und Freunden zeigen können. Genießen Sie die Darbietung, jedes Gespräch, den ganzen Erfolg eines sicherlich wunderschönen Tages. In diesem Sinne wünsche ich dem 7. Tag der Integration einen ebenso gelungenen Verlauf. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie mich gut hören, so.
und Herren, sehr geehrte Frau Stadtdirektorin, sehr geehrte Ehrengäste. Der heutige Tag der Integration ist ein Anlass zu feiern. Zu feiern, was wir geschafft haben. Und uns umzuschauen und zu schauen, wer einander bei diesem Thema, an diesem Tag und auch im ganzen Jahr uns unterstützt. Was wurde geschafft? Im Frühjahr wurde die Nagelfabrik, das Haus der Identität und Integration eröffnet und wir haben nun einen eigenen Platz für soziale, politische und kulturelle Bildungs- und Integrationsangebote in Aachen bekommen. Am 1.8.2013 wurde mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen eine neue Verwaltungsstruktur entwickelt. Das kommunale Integrationszentrum führt dazu, dass wir Ressourcen bündeln können, um die Integration wirksamer fördern zu können. Gleichzeitig wurde der heutige Tag mit so viel Engagement und Vorfreude geplant. Mehr als 200 Gruppen, Initiativen, Vereine und Verbände haben zusammen mit dem Büro der Regionalliga und der Stadt Aachen, unterstützt von ganz vielen ehrenamtlichen Kräften, die gute Idee von wirklich guter Zusammenarbeit verwirklicht. Die Art und Weise, wie alle mitgemacht haben, diskutiert haben, gestritten haben, aber auch geplant und letztendlich Hand in Hand gearbeitet haben. Das ist vorbildlich nach meiner Meinung und das ist gelebte Bürgerbeteiligung. Danke Ihnen allen. Die Bedeutung dieses Tages sieht man auch an seinen Gästen. Schauen Sie sich bitte um. Ganz Aachen ist hier. Danke, dass Sie. Ich freue mich, dass die Residenzstadt Karlsruhe des Großen auch hier als
Patienten setzt, sei es mit der jährlichen Durchführung des Tags der Integration und der Verabschiedung eines Integrationskonzeptes, sei es mit der Veröffentlichung eines Monitoringberichtes zum Status der Integration. Ausdrücklich erwähnen möchte ich die von der Bundesregierung in 2009 vorgenommene Auszeichnung Aachens als Ort der Vielfalt. Mit dieser Auszeichnung wurde nicht nur das Selbstverständnis Aachen als einer weltoffenen Europastadt anerkannt, sondern auch ihr entschiedenes Eintreten gegen Intoleranz und gegen Exzellenz. Die damalige Botschaft ist unverändert aktuell. Rassismus und Diskriminierung haben in Aachen keinen Platz. Hier setzt man auf Teilhabe und Vielfalt. Hier geht es um das friedliche Zusammenleben von Menschen aller Kulturen und Religionen. Gerade vor dem Hintergrund der entsetzlichen Mordserie des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes möchte ich Sie dazu ermuntern, an diesen Prinzipien Teilhabe und Vielfalt beharrlich festzuhalten. Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir alle aufgefordert zu einem guten und vertrauensvollen Miteinander der Menschen in Deutschland beizutragen. Gleiche Teilhabechancen von Einheimischen und Zugewanderten werden wir nur gemeinsam erreichen können. Hierfür brauchen wir eine ehrliche und gelebte Willkommens- und Anerkennungskultur bei den täglichen Begegnungen in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft oder im Verein. In diesem Sinne wünsche ich allen Beteiligten für den heutigen Tag der Integration einen ganz erfolgreichen Verlauf und danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Engagement. Professor Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Schirmherrin des Aachener Tags der Integration. So, meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, dieses Grußwort nochmal zu ehren, indem wir einen Applaus veranstalten, wie es Ihnen nur hier beim Tag der Integration geben kann. Und zwar soll er bis nach Berlin reichen. Bei den Organisatoren und allen Menschen bedanken,
die zu diesem großen Ereignis beigetragen haben und jetzt mit uns feiern. Mein besonderer Dank gilt Herrn Oberbürgermeister Marcel Philipp, der uns das ganze Jahr unterstützt und begleitet hat. Aachen ist eine Stadt der Vielfalt. Es leben hier über 150 Nationalitäten zusammen. Das erklärte Ziel der Integrationspolitik in NRW ist das friedliche und gleichberechtigte Zusammenleben von Deutschen und Migranten. Es wird in Nordrhein-Westfalen allgemein und in Aachen besonders viel in die Integration der Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund investiert. Manche beklagen sich darüber, es sei zu viel, und für andere ist es nicht genug. Ich meine, Integration ist zukunftsorientierte Politik. Große Investitionen in die Integrationspolitik können daher nicht verkehrt sein. In Aachen, wie in vielen Städten von Nordrhein-Westfalen, wird der Fachbereich für Soziales und Integration zum kommunalen Integrationszentrum erweitert. Die Stärke der deutschen Politik ist die Fähigkeit, vorauszusehen und im Voraus zu handeln. Denn für die Sicherung der Demokratie muss man eine Spaltung der Gesellschaft verhindern. Die Integrationspolitik dient dazu, Zuwanderer und Menschen mit Migrationshintergrund in die Aachener Gesellschaft einzugliedern und ihre Lebensbedingungen und Lagen anzugleichen, um die Bildung von Parallelgesellschaften zu vermeiden. Den Deutschen sage ich Dankeschön. Den Migrantinnen und Migranten würde ich gerne Folgendes sagen. Wer sich hier ordnungsgemäß verhält und an dieser Gesellschaft teilnehmen will, in Bildung und Kultur, der tut das nicht nur für die Stadt Aachen, sondern vor allem für sich selbst. Ich bedanke mich.